Herzlich willkommen zurück in Erlengrad, Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind beim Abschluss unseres Lohndienstleistungsauftrages. Wow, ein langes Wort. Ja, in jedem Fall sind wir dabei. Wir haben ja Gras gemacht mit der Krone Big M 450. Dann haben wir mit dem mehr oder weniger großen Schwader, Wender, das Gras zu Heu werden lassen. Im Handumdrehen quasi. Und ja, dann haben wir mit dem Bandschwader das Ganze in Schwaden gelegt, so wie sich das auch gehört. Und haben dann zu guter Letzt die Ballen gepresst. Und zwar mit der Quaderpresse. In wunderbar handliche Heuballen. So, und ich habe ja beim letzten Mal gefragt, wie viele Ballen werden es? Na, das waren die großen Ballen, die wir gepresst haben. Hat auch Ewigkeiten gedauert, bis da mal einer rausgekommen ist. Ja, aber mein Tipp war 46. Ich hoffe, der eine oder andere von euch hat was unten in den Kommentar geschrieben. Ich bin sehr gespannt und jetzt wollen wir diesen automatischen Ballenladenwagen, Ballenladewagen, so, den wollen wir jetzt mal anschmeißen und zählen, wie viele Ballen wir denn hier zusammenkriegen. Bin tatsächlich sehr gespannt. Ist ein bisschen anderes Prinzip. Warte, ich gehe mal ganz kurz raus. Ist ein bisschen anderes Prinzip als bei den anderen Ballen. Bei den Rundballen. Aber ja, müsste hoffentlich in die gleiche Richtung gehen. Und wenn jetzt das... Oh, ich hoffe, nee, das wird schon passen. Ich hatte gerade ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht... dass die großen Ballen zu groß sind für den Hasen. Hier ist aber nicht der Fall. Ja, wunderbar. Guck dir das an. Technik, die begeistert. Dann wollen wir uns das doch mal zu Gemüte führen. Licht können wir ausmachen. Und dann schnappen wir uns einfach den nächsten Ballen. Ah ja, guck. Der stapelt immer zwei aufeinander und dann bringt er die in die richtige Position. Autostack. Wunderbar. Also ich bin sehr gespannt, wie viele Ballen es werden. Und auch wie viele Ballen hier auf den Ladewagen passen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass die ein bisschen Gewicht haben. So, ziehen wir mal die Kampfschleife hier vorne. In der Hoffnung, dass wir den Ballen hier gleich aufnehmen können. So sollte das aber passen. Mal aus der Perspektive. Ja, sieht gut aus. Das ist eine Technik, die scheint auch gut zu funktionieren. Viel, viel besser als bei den Rundballen. Letztendlich, ich bin auch gespannt, wie wir gleich den Aufnahmearm hier verstauen, wenn wir damit fahren. Ob der auch wie beim Rundballen Ladewagen quasi einmal rechts auf der anderen Fahrbahn hängt. So, hat er aufgenommen. Fahren wir mal ein bisschen tickzack. Gut, jetzt muss man natürlich auch noch so nah dran vorbeifahren, dass der Ballenladenwagen die Chance hat, das Ding auch aufzunehmen. So, jetzt aber. Naja, und an der Stelle, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen unterhalb des Videos da. Vor allem schaut bis zum Ende. Dann kriegt ihr es natürlich auch mit, wie viele Ballen es geworden sind. Und ja, je länger ihr schaut, desto besser ist es für meine Statistik. Ich weiß, habt ihr nicht viel mit zu tun mit der Statistik. Zumindest nicht für euer persönliches Interesse. Aktiv habt ihr natürlich schon damit zu tun, weil ihr gestaltet die Statistik natürlich. Ja, aber soll nicht Thema des Ganzen sein. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, länger schauen. So, einmal durch den ungemähten Busch hier. Wir haben 11 Ballen drauf, das sind 78%.
Ja, und dann geht es direkt weiter an der Stelle. Ja, hier sieht man natürlich auch, wir haben ja relativ große Ballen. Also die größten, die die Maschine hatte oder konnte, haben wir hergestellt. Und dementsprechend wenig sind hier auf dem Acker. 92, so 14 Stück passen da drauf. Jetzt bin ich gespannt, wie es aussieht. Aha, da wird er eingeklappt. Und wir können damit fahren, und zwar im Straßenverkehr, ohne Probleme. Das wünsche ich mir ja für den anderen Ballenladewagen, aber das ist da offensichtlich noch nicht möglich. Zumindest nicht in der Programmierung, so wie sie derzeit vorliegt. Wir merken uns, 14 Ballen haben wir bislang. 46 habe ich gesagt. Ja, könnte ich vielleicht ein bisschen drüber liegen, über dem, was zum Schluss rauskommt. Ich habe auch noch nicht nachgeschaut in der Statistik. So, die Rundumleuchten habe ich gerade mal eingeschaltet. Da geht der Blinker an. Da rechts sehe ich keinen. Das ist gut. Und dann wollen wir die scharfe Kurve hier mal rechts nehmen. Boah. Holen wir mal ein bisschen aus, ne? Inshallah. Passt das noch? Ja, gerade so. Also Wendekreis von dem Ding ist nicht so gut. Aber der Fendt, der macht das schon. Genug Power scheint er zu haben, der 39 Vario. Ja, und dann bringen wir jetzt Fuhre 1 zum Viehhandel, ist das, meine ich. Und dann schauen wir mal. Was er sagt. Na, also vielleicht auch nochmal als Erinnerung, wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit, vielleicht 5 Folgen, angefangen mit dem ich will mal probieren, ob ich hier rückwärts reinkomme, aber das könnte aus der Perspektive echt schwierig werden. Wir haben ja angefangen mit Feld 1 als Lohnarbeit. Und da war es leider Gottes so, dass ich dann auch auf Feld 15 parallel dazu angenommen habe. Und dann hat er das, was ich auf Feld 1 gemacht habe, noch nicht abgeschlossen, weil er der Meinung war, das sei noch nicht gut genug und hätte noch nicht ausgereicht. Dafür hat er aber gleichzeitig auf Feld 15 das als Dienstleistung angesehen, die ich auf Feld 15 eigentlich noch gar nicht erbracht habe. Bisschen kompliziert vielleicht zu verstehen, aber wir sind jetzt bei beiden Feldern noch nicht bei 100%, also obwohl Feld 15 ja abgeschlossen ist, Feld 1 abgeschlossen ist, haben wir das noch nicht geschafft. So, und irgendwie kann man jetzt bestimmt abladen. Ja, so würde ich sagen, genau. Jetzt, der stellt das einfach dahin. Das ist natürlich auch ziemlich geil. So, und jetzt sehen wir, Lohndienstleistung auf Feld 15 abgeschlossen zu 73% und auf Feld 1. Wir haben ein Plus gemacht und wir haben nochmal die Umweltstrafe bekommen. Warum auch immer wir jetzt schon wieder die Umweltstrafe bekommen haben. Bob hat ja mal gemutmaßt, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass ich mit Feldspritzen arbeite, statt mit normalen Düngestreuern, die das verteilen. Aber in dem Fall hier habe ich ja überhaupt nicht mit einer Feldspritze gearbeitet, sondern jetzt einfach eine Umweltstrafe von 115 bekommen. Vielleicht, weil ich nicht im vierten Gang, sondern im dritten Gang gefahren bin und zu viel Sprit verbraucht habe. Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, warum ich jetzt hier eine Umweltstrafe bekommen habe von minus 115.
I don't know, but I'm eager to know it. Würde mich interessieren. So. 14 von den Ballen haben wir. Aber so viele lagen da zum Schluss auch gar nicht mehr rum. Ich kann mich auch massiv täuschen. Vielleicht wären es tatsächlich auch nur 28 oder so. Oder 36. Aber 46 erscheint mir jetzt mittlerweile doch ein bisschen zu groß geschätzt von der Zahl her. So, jetzt muss ich mal ausholen hier, damit wir da vorne auch reinkommen. Weil der Wendekreis von dem Ding hier ist leider wirklich nicht so gut. Ne? Man sieht das, würden wir weiter einschlagen, dann würden wir mit den Reifen an die Deichsel kommen. Ja, nee, 46 wären das nicht. Schön die kleinen Spikes da dran, die das Ganze nach oben ziehen. Ja, das ist eine coole Technik. Die gefällt mir. Smart, ausgeklügelt, funktioniert, kompakt, platzsparend. Und dass man die Dinger so hinstellen kann, also senkrecht, das finde ich auch ziemlich cool. Hat er. Sehr gut. Weiter geht's. Also die nächsten vier Ballen sind drauf. Sehen wir mal im Rückspiegel. Hat er auch aufgenommen. Ja, man muss natürlich immer so ranfahren, dass er hier die Stirnseite aufnehmen kann und dann so viel Zeit lassen, dass er es auch verladen kann. Gerade wenn er immer nur zwei aufeinander stapelt, ne? Sehr, sehr gut. Na gut, jetzt liegen hier wieder drei nebeneinander. Das ist natürlich wieder suboptimal. Müssen wir also ein paar Schlangenlinien fahren. Das passt. Ja, vielleicht sollte ich weniger Vollgas geben und mal langsamer losfahren oder so. Das gibt es ja auch bei Autoversicherungen mittlerweile. Ne? Könnte man sich einbauen lassen. So ein Chip, der da misst, wie aggressiv in Anführungszeichen man das Gaspedal durchdrückt. Und je langsamer man losfährt, desto weniger Gebühr kriegt man, oder man kann durch vorausschauendes, was natürlich, nein, sagen wir durch leichtere Betätigung des Gaspedals kann man sich eine Art von Rabatt erfahren. Na, und wenn man gemäß Computer, in Anführungszeichen, zu doll aufs Gaspedal gedrückt hat und sich selber als Raser oder aggressiven Fahrer darstellen würde, dann würde man natürlich nochmal, also nichts von dem wiederkriegen, was man als Grundbetrag in der Versicherung einbezahlt hat. Finde ich eine spannende Idee, finde ich aber auch mega krass. Na klar, jetzt kann man heute sagen, das Handy verfolgt einen, hier verfolgt einen was, aber ich habe ja nicht vor, dass meine Versicherung mich auf Schritt und Tritt verfolgen kann und mir dann sagt, na, aber hier sind sie, lieber Snoo, hier bist du ein bisschen zu schnell gefahren, da hast du zu doll aufs Gaspedal gedrückt. Nee, also das kommt gar nicht in die Tüte. Hat mir mein Versicherungsmokel mal angeboten, habe ich gesagt, Junge, nicht mit mir. Gut, da waren wir nicht nah genug dran.
Also wir sehen, ganz automatisch funktioniert das nicht. Ne? Immer wieder die alte Diskussion mit Ballenladewagen und Automatik versus Frontlader. Ja, was ist denn jetzt? Ach, wir sind schon voll, deswegen. Also voll im Sinne von Ladewagen. Und ich wundere mich, warum man das Ding nicht aufnimmt. Ja, na gut. Also, ab und zu mal auf den Füllstand gucken. Dann nehmen wir das Ding jetzt und fahren wieder zurück. Ja, schon eine ordentliche Geschwindigkeit hier mit 60 über den Feldweg. Da kommt die Post. Und jetzt kommen wir. Ja, das ist schon eine enge Kurve hier. Müssen wir die ganze Breite ausnutzen. Ja, und dann merkt man auch, wenn wieder 14 von den Dingern da drauf sind, dann ist er nicht am Kämpfen, aber er ist schon mal mehr bemüht. Er kommt so leicht ins Schwitzen, der Fendt-Vario. Aber am Ende seiner Kräfte ist er noch nicht angelangt. So, ich glaube, beim nächsten Mal fahre ich jetzt vorne rum rein. Das war ja doch eine ganz schöne Gurkerei, da jetzt rauszukommen. Ach, Sonnenblumen, das wäre auch eine Idee, mal zu pflanzen. Würde man sich auch eine bessere Zufahrt wünschen. Ne? So, machen wir mal den Warnblinker an in alle Richtungen. Ja, so passt das. Arcusin. Bale Handling Solutions since 1967. So. Zack, zack, weg. Wieder eine Umweltstrafe, ja, okay. Und ja, das waren jetzt 11.000, die auf unser Konto gingen. Oh, das war knapp. Dachte ich doch, ich bin schon fertig. War ich aber noch gar nicht. So, mal gucken, ob wir den Zaun da so ein bisschen mitgenommen haben. Auf jeden Fall haben wir den Hydranten jetzt gerade mal ein bisschen mitgenommen. So, könnte es aber schon fast passen. Ja, wunderbar. Heißt, wir können hier den Blinker wieder ausmachen, den Warnblinker, und zurück zu unserem Feld. Und dann schauen wir uns jetzt auch an, wie viele Ballen es tatsächlich geworden sind, weil jetzt ist es ja einfach. 28 haben wir bislang abgegeben. Und die, die jetzt noch da sind, das sind dann natürlich die, die oben drauf kommen, und dann wissen wir, okay, das ist die Anzahl. Auf jeden Fall weit entfernt von 46, weiß nicht, was mich da geritten hat, auf 46 zu kommen. Bestimmt eine mathematische Fehlleistung. Ja doch, jetzt kommt es mir langsam. Ich habe nämlich im Kopf zwei Bahnen, nämlich die äußersten beiden Bahnen, die wir gemacht haben, habe ich im Kopf genommen und habe am Anfang, wer sich erinnert, ja gesagt, das sind jetzt sechs, als wir einmal außen rum sind. Und habe dann übersehen in meinem Rechenkünsteneifer, dass ich ja zwei Bahnen gezählt habe. Und dann habe ich das mal 10 genommen. Wären dann nämlich bei 40 gewesen plus die 6, die wir gehabt hätten, dann wären wir richtig gewesen. Aber ich hätte natürlich nur eine Bahn nehmen müssen, nämlich bei 20 plus 6 roundabout. Dann wären wir nicht bei 26 ungefähr gewesen.
Und ich meine, dass wir so bei 28 rauskommen werden. Weil da vorne liegen noch zwei. Und es wäre so schön, wenn ich jetzt mal wieder treffen würde hier. Ist ja nun eigentlich nicht so schwer, mal mit dem Ding hier ranzufahren und zu sagen, Junge, rauf da. Ich meine, wir kommen bei 28 raus, aber wir werden es in wenigen Augenblicken sehen. So, da liegt nichts mehr, da liegt nichts mehr. Dann liegen nämlich nur noch vorne beim Eingang zwei. Die wir jetzt aufnehmen werden. Und dann kommen wir nämlich mit vier vom Acker. Und da bin ich auch mal gespannt, muss ich die noch umschubsen oder kriegt er das auch hin, den so aufzunehmen? Ja, kriegt er auch so hin. Also, das war's. Nochmal vier Ballen obendrauf. Heißt, wir hatten 28 Ballen ja schon zum Viehmarkt gebracht. Plus 4 macht 32 Ballen. Ich bin gespannt, ob einer von euch 32 gesagt hat. Ich lag mit meinen 46 auf jeden Fall weit daneben. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Natürlich ein Abo, falls ihr keins habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.